Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es ein schönes Dessert im März, und zwar eine Gewürz-Creme Brûlée mit Zitrusfruchtsalat. Wichtig ist dabei, dass wir einmal die wunderschönen Grapefruits haben, saftige Orangen, Limone, etwas Aprikosenmarmelade, ein bisschen Curry, brauner Zucker nachher, damit es auch obendrum ein bisschen kross wird, gemahlener Koriander, hier haben wir noch Kardamom, ein bisschen Sahne brauchen wir, dann unsere Minze zum Dekorieren. Und das ist eigentlich das Wichtigste noch mit. Ach, die wunderschöne frische Vanille. Ist sehr teuer, kostet um die 2 Euro, 2,50 Euro. Und dazu die Eigelbe bereits. Ja, und jetzt geht es los. Wir haben die Eier getrennt. Jetzt geben wir die Milch zu. Und zwar ein Teil Milch, das sind hier 100 Milliliter. Und zwei Teile Sahne. Dann 80 Gramm Zucker dazu und schlagen das Ganze praktisch auf. Hier sieht man jetzt, dass wir das Wasser kocht, und wir müssen das wie im Wasserbad, nennen wir es, einfach steif schlagen. Das ist wichtig, und zwar zur Rose, sagen wir, damit das Eigelb eine Bindung gibt. Das ist also die schnelle Creme Brûlée. Kurz bevor die Creme Brûlée dann fertig ist, geben wir noch die Gewürze hinzu, wie gemahlener Koriander. Und etwas Curry. Und zwar nur eine kleine Messerspitze. Und jetzt sehen wir, dass die Creme Brûlée anzieht. Das heißt, die kriegt Bindung. Die wird richtig kurz heiß. Die darf nicht zu heiß werden, dann wird es gerinnen. Deswegen schlagen wir das immer richtig kräftig weiter. Und nun kommt nochmal die schöne Spitze Curry zu. Und etwas Koriander. Hier riechen wir den Orangenton des Korianders. Jetzt ist ganz kurz davor, dass wir es umfüllen. Die Creme Brûlée kriegt jetzt Bindung. Das sehen wir jetzt richtig schön. Und wir werden das jetzt umfüllen. Hier sehen wir das. Die Creme Brûlée ist im Kühlschrank, und nun müssen wir die Zitrusfrüchte filieren. Das geht also so. Wichtig ist dabei, dass wir die Grapefruit parallel anschneiden. Deshalb, weil wir sie so dann filieren, beziehungsweise die Schale abschneiden. Das heißt, wir schneiden es so runter. Das geht am besten mit einem Sägemesser. Da schneiden wir dann praktisch das so ein. So, ja? Wir können es auch so machen. Das ist schon ein bisschen gekonter, indem man es umkippt. Das gleiche bei den Orangen. Wir haben hier einfach nochmal den Saft. Den reduzieren wir jetzt ein wenig. Dann praktisch die Filets, dann etwas Aprikosenmarmelade. Und dazu geben wir jetzt noch etwas frische Vanille dazu, indem wir die Vanille aufschneiden. Und nun geben wir das Aprikosengelee in den Saft rein. Kochen das Ganze ein wenig auf mit der Vanille. Unseren schönen Fond über die Filets, Zitrusfilets, und somit mazerieren wir das Ganze. Also es ist ein sehr schönes Aroma jetzt, Vanille, Aprikose und der reduzierte Saft praktisch von den Zitrusfrüchten. Hier haben wir wieder ein schönes, wir nennen es auch mal Tränenglas.
Wir geben etwas Zucker über die Creme Brûlée, verteilen das Ganze ein bisschen. Ist ein bisschen angezogen schon. Hier haben wir ein kleines Einwegglas, um mal zu zeigen, dass man es anders richten kann. Oder einfach eine größere Schale. Wichtig ist immer bei Creme Brûlée, dass es nicht zu dick oder das heißt zu voll ist, sondern dünn ist. Gut. Es gibt spezielle Bunsenbrenner auch für Creme Brûlée inzwischen in der Küche, aber ein Haushalts- oder Hobbygerät zum Bunsenbrenner reicht auch aus. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit zur Gewürzcreme Brûlée mit Zitrusfruchtsalat. Guten Appetit.